Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Fallout 3. Und heute let's play ich mal Fallout 3, ist mein sozusagen mein 1800 Abonnenten Spezial. Agent schreibt mir, mit dem werde ich mich nachher noch unterhalten, hat mir gerade seine Telefonnummer geschickt. Kenne dich aus YouTube. Cool, jetzt kenne ich dich aus der PS3. Auf der PS3. Ja, würde ich mal sagen, spielen wir das mal und gucken mal, was so passiert. Genieß es. Als ich geboren wurde, habe ich jetzt nicht aufgenommen, aber jetzt habe ich gerade Geburtstag. Und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Hast mich nicht ausgetrickst. Hab nur so getan, als ob ich nichts wüsste. Boah. Du bist ein Lügner. Lügen okay, will ich grad mal an. Wenn du so schlau bist, was schenke ich dir zum Geburtstag? Ich hab doch keine Ahnung, was willst du von mir? Grognak, der aber war, wurde hinzugefügt. Na, macht Spaß. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party. Ja, die wimmeln wir also alle ab. Weil ich will so schnell wie möglich aus diesem scheiß Kaff hier raus, weil wir sind in einer sogenannten Vault, in einem unterirdischen... Nette Party, Arschgesicht! Alter, ja. Hart. Diese Party ist wir echt sind in einem Atombunker nett. Und oberirdisch ist alles radioaktiv verstrahlt. Durch Plutonium und durch Atombomben. Was? Also richtig also nice. Seid ihr jetzt beste Freunde? Und? Macht's Spaß. Wie gefällt dir der Pitboy? Ja, der Pitboy, der ist cool. Ich habe hier die Uncut-Version. Erlaube mir dir alles Gute zum Geburtstag. So, da ist noch alles in Ordnung hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die anderen auch wissen. Unsinn. Die Leute mögen meine kleinen Ansprachen. Ich habe Hunger. Und dieser doofe Roboter hat den Kuchen. Los, gib mir das Süßgebäck. Ah, ich soll dir mein Süßgebäck geben? Also geht's dir noch? Okay, du kannst es haben. Süßgebäck ist sowieso nicht mein Ding. Sicher, Butch. Auf das Süßgebäck spucken und es ihm geben. Oh ja. Ich habe keine Lust Butch. Auf deinen Quatsch. Das wird dir noch leid tun. Mal sehen, wie hart du bist. Und? Wie sollten wir uns hier soll eine Party sein? Spaß. Es muss oh Mann, Spaß. Ja, toller Geburtstag hier. Guckt euch den mal an hier. Elvis Presley. Butch ist ein Idiot. Mehr nicht. Ignoriere ihn einfach. Ja, das werde ich auch tun. Macht er keine Sorgen um mich. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich weiß. Er glaubt, dass er echt hart ist. Eines Tages werden wir einen... Ja, eines Tages werden wir ihn wirklich hart sein. Der will schon den ganzen Tag rumlaufen und genannt werden. Ob wir ihn wohl überrascht haben? Wirklich, du bist so dumm, wie du aussiehst. Da bin ich sicher, Amata. Hätte ich auch nie gedacht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Molly, du hast doch immer tolle Ideen. Wie läuft's, Kumpel? Danke, ja, dass Sie gekommen sind, Stanley. Ich weiß, dass Sie mit dem super Aufbereiter cool, viel um die Ohren moin, moin, mein Name ist YouTube Gamescom. Okay, auf der PlayStation 3, wie geht's? Keine Sorge, ich und Andy haben letzte Nacht alles repariert. Wo ist die PS3 hier? Komm. Ich mach lass uns keine mal die PS3 suchen. Sie können alles reparieren, ja, oder? Hier gibt's, glaube ich, gar nichts. Aber schön, dass Sie es geschafft haben. Oder? Hey, eine, herzlichen Glückwunsch zum eine Geburtstag, Shootbox, eine alte. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, jetzt tut sich hier was. Hallo, Officer Gomez. Ich freue mich, dass Sie kommen konnten. Schau mal, Butch. Ich bin glaube nicht, gerne dass hier. Ein mickriger Amt ist wichtig, Kontakt zu den jungen Leuten zu halten. Gehört zu meinem Job. Außerdem mag ich Partys. Nice. Jonas? Natürlich. Ich sage es einfach mal schön mit Ihnen zu quatschen. Danke. Ich schicke ihn runter. So, jetzt passiert Folgendes. Hey. Ich habe das Ding nämlich schon mal geletsplayed, nicht geletsplayed, sondern mal angespielt. So, jetzt müssen wir nämlich mal nach unten zur Reaktorebene. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Kind. Tja, du musst nicht länger... Ein blinkender Pfeil. Was habe ich bekommen? Oh, yeah. Ja, hier ist die Reaktorebene. Ihr seht, wir sind in einem Atombunker. Atombomben, sichere Türen. Gehört er dazu? Muss ich mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Muss natürlich auch die Zeiten im Blick haben hier. Ja, so. Moin, moin. Hey, was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der... Ich bin kein Kind, ich bin 10 Jahre alt. So, jetzt wird gleich geballert. Bereit für eine Überraschung.
Geil, ich freue mich voll. Hier, wir können hier keine Kanone abfeuern. Nein, das... So, jetzt haben wir nämlich endlich eine Knarre. Wurde auch Zeit. Moin, moin, Jonas. Nun, wie sieht's aus? Boah, cool. So, zack. 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 Oder neben. Vorsicht, eine Red Kakerlake. Oh Gott, eine Red Kakerlake. Ja, ja, ja. Ups. Ich glaube, das war das falsche Ziel. Setzen wir mal den Pitboy ein. Zack. Zack. Und tot ist das Viech. Gute Arbeit. Hey, Jonas. Mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. So. Lächeln. Ameisenscheiße. So, wir nähern uns dem Ende. Wir verlassen bald die Wolken und dann sind wir draußen und dann erleben wir die ganzen Abenteuer von Zombies bis einem Atombombenwerfer, bis einer Atombombe, die in einer Stadt gebaut ist. Also, da geht es ab, sag ich euch. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Aber das im nächsten Part, in Part Nummer 2. Also, haut ja, auf jeden Fall rein. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.